Gut, dann begrüße ich euch zum Vortrag, Vortrag über TNTnet, Webprogrammierung mit C++. TNTnet macht es möglich. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Tommy Mäkitalo, oder Tommy, einfach, ist leichter zu merken. Ich komme aus Finnland, bin der Entwickler von TNTnet, macht es so seit ziemlich genau 10 Jahren. Ich glaube, wir haben so ungefähr, vielleicht Jahrestag, irgendwie die Tage habe ich vielleicht die ersten Zeilencode für TNTnet geschrieben vor 10 Jahren. So, ja, dann gehen wir mal, fangen wir an. Was ist überhaupt TNTnet? TNTnet ist ein Server für Web-Applikationen. Das heißt, wir können C++ nutzen, um Web-Applikationen zu implementieren. Es ist Open Source, es steht unter der LGPL. LGPL mit Erweiterung. Bei C++ gibt es so einen Haken bei Template Code, der die GPL doch recht einschränkend macht. Aber Sinn der Sache ist, dass man TNTnet nutzen darf, auch in kommerziellen Applikationen. Also wir haben nichts dagegen, wenn man TNTnet auch in den Closed Source Applikationen nutzt. Es ist technisch machbar, was ja eigentlich auch nicht in der Webprogrammierung selbstverständlich ist, aber auch eben lizenztechnisch durchaus auch erwünscht. Natürlich, Open Source ist immer eine großartige Sache, TNTnet selbst ist ja Open Source und versucht eben die Open Source Gedanken weiterzuführen, aber es soll nicht Open Source erzwingen. Es läuft unter Unix Linux, also praktisch auf allen guten Serverbetriebssystemen. Immer wieder die Frage, da gibt es so ein Bundesbetriebssystem, das wird nicht unterstützt. Könnte man auch portieren, hat noch niemand gemacht und ist nicht wirklich Interesse daran. Also Unix schließt also auch einige Plattformen ein. Ich selbst nutze es auch beruflich unter IBM AIX, wenn das überhaupt noch jemand kennt. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir die einzigen Anwender, die es überhaupt noch gibt. Unter Solaris läuft es, FreeBSD, Mac OS X. Einer hat seine Homepage mit TNTnet gemacht und der OpenBSD, also es gibt zahlreiche Unixe, unter denen es läuft, nachweislich. Auch unterschiedliche Compiler, also es ist nicht beschränkt auf GCC, sondern tatsächlich, wir verwenden unter AIX den AIX-eigenen XLC-Compiler. Das ist plattformkompatibel. Ja, was sind die Eigenschaften? Wie sieht es aus? Wie entwickelt man TNTnet-Applikationen? TNTnet bringt eine Template-Sprache mit, womit man C++ direkt in HTML einbetten kann. Das heißt, über spezielle Tags kann man sagen, hier kommt mal ein Stück C++, kann was Dynamisches machen und eben dann eben dynamisch auf Eingaben reagieren oder Content erzeugen. Und der restliche statische Inhalt ist in der Regel dann eben ganz normal in HTML. Das ist vergleichbar im Grunde, wie man es von PHP oder JSP kennt. Da kann man sich wirklich, wenn man die Web-Applikationen schreibt, tatsächlich auf HTML konzentrieren und nur da, wo es dynamisch wird, dann kann man halt auf seine Programmiersprache C++ zurückgreifen. TNTnet basiert auf der umfangreichen C++-Bibliothek CXXTools. CXXTools ist parallel entstanden. Es war ursprünglich so eine kleine Sammlung von C++-Klassen, die ich halt immer mal nützlich fand, die ich immer so als Werkzeugkoffer umhergetragen habe. Und es ist inzwischen gewachsen zu einer sehr umfangreichen Bibliothek, die dann automatisch auch zur Verfügung steht. Ich werde nachher noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was es alles beinhaltet. Nein, alles werde ich nicht sagen können, weil es einfach zu viel ist. Es ist halt ein riesen Werkzeugkoffer. Gut. Ja, da kann man sich fragen, warum überhaupt C++? Ich werde immer wieder gefragt, meine Güte, C++, das ist doch diese fürchterliche Sprache mit den Buffer-Overflows und was weiß ich was. Und dann sage ich, naja, das kann man über C sagen, ich mache einen Unterschied zwischen C und C++. C++ ist eine Sprache, die sehr umfangreich ist, sehr viele Möglichkeiten bietet, sehr viel Komfort bietet, um wirklich robuste Applikationen zu schreiben. Es bietet unwahrscheinlich viele Features,
mit Klassen natürlich, Templates, Destruktoren, finde ich eins der Features, die eigentlich so wenig beachtet werden und dermaßen leistungsfähig sind. Destruktoren ersetzen im Grunde den Garbage Collector, der so von manchen vermisst wird, aber er löst nicht nur das Memory-Problem, sondern jegliche Ressourcenprobleme. Naja, jegliche. Man ist immer in der Verantwortung, es richtig zu machen. Klar, C++ nimmt einen vieles ab, aber mitdenken sollte man trotzdem. Mit C++ kann man sehr schnelle und kompakte Programme schreiben. Es ist eine kompilierte Sprache. Ihr könnt ahnen, worauf das hinauszielt, schnelle und kompakte Programme. Vergleich Java, na gut, okay. Ich glaube, wissen wir alle, die sind nicht unbedingt kompakt. Einer der Vorteile von C++ ist auch ein ISO-Standard. Das wird auch oft vergessen. ISO-Standard bedeutet, wir sind Hersteller, ja, Compiler-Hersteller unabhängig. Wenn jetzt unser Compiler-Hersteller sagt, nö, wir schlagen eine ganz andere Richtung ein, wir können einen anderen Compiler nehmen, kein Thema. Das ist ein Riesenvorteil. Es bietet Investitionsschutz für die Zukunft. Auch, dass es recht stabil ist. Viele sagen, ach, C++, das entwickelt sich so langsam, da kommen nicht jedes Jahr neue Features und ich möchte doch gerne neue Features. Es zielt auf den professionellen Markt oder vielleicht auch für den Anwender, der nicht jedes Jahr seine Applikation neu schreiben will und jedes Jahr dann gequält werden möchte mit Warnungen, ach, das ist deprecated und so sollst du es nicht mehr machen, heute ist es ganz anders und gestern, das ist sowas von gestern, wie du das heute machst. Nein, das, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, das kannst du heute noch nutzen. Wie gesagt, TNT.NET, vor 10 Jahren habe ich die ersten Codezeilen geschrieben, die sind immer noch drin in TNT.NET. Glaube ich zumindest. Also ich denke schon, da sind einige Zeilen noch dabei und es funktioniert. Wir haben auch eine Auswahl an Compilern. Ach, ich hatte vorhin vergessen, ja, es gibt natürlich den neuen Clang-Compiler, mit dem läuft es übrigens auch. Also es ist wirklich unabhängig vom Compiler. Wir haben also ein Investitionsschutz. Der Investitionsschutz, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dadurch, dass TNT.NET Open Source ist, ist auch das ein Investitionsschutz. Auch wenn irgendwann mal die TNT.NET Community nicht mehr existent sein sollte, die Applikation, der Source Code steht zur Verfügung. Wenn dann in 10 Jahren die 128-Bit-Portierung ansteht, naja gut, dann kompiliere ich halt mein TNT.NET für 128-Bit. Da bin ich nicht, ist der Anwender nicht angewiesen auf die TNT.NET-Entwickler oder Community oder den Hersteller, der da seine Binaries zur Verfügung stellt. Gucken wir uns ein bisschen die Technik an. Was steckt hinter TNT.NET? Also es ist ein eigenständiger Server. Das heißt, es ist nicht irgendwie so ein Modul für Apache oder für irgendeinen. Es läuft wirklich eigenständig. Es ist multithreaded. Das heißt, es skaliert entsprechend dann auch auf Servern mit vielen Cores, was natürlich heute mehr denn je aktuell ist. Es basiert auf einem Thread-Pool, also nicht jeder Client hat seinen Thread, sondern wirklich ist also schon sehr trickreich, ist vielleicht so negativ, also es ist schon hoch optimiert und es versucht mit den Threads eben so sinnvoll wie möglich umzugehen. Also steht ein Thread-Pool zur Verfügung, wenn da ein Request kommt, dann ist sofort ein Thread da und der nimmt sich diesen Request an. Entsprechend eben skaliert es einmal nach oben auf große Server. Wenn jetzt zum Beispiel Facebook auf TNT.NET umstellen würde, dann brauchen sie nur noch die Hälfte der Server, würden sie viel Geld und Strom sparen. Auf der anderen Seite skalierbar auch nach unten. Wir haben Embedded-Bereich, so naja, nicht den ganz kleinen, ich rede nicht von Arduino oder so etwas, sondern sage ich mal so ein Raspberry Pi oder so etwas, ist eine wunderbare Plattform für TNT.NET. Da läuft es natürlich, weil es native auf dem Prozessor läuft, wird halt wenig Strom verbraucht, die CPUs sind nicht so schnell, aber das macht in TNT.NET nichts aus, dafür ist TNT.NET umso schneller und es läuft also auch rasend schnell auf so kleinen Prozessoren.
Ich selbst war beteiligt an einem FreeWRT-Projekt. FreeWRT ist ja so ein Fork von OpenWRT. Leider gibt es FreeWRT eigentlich nicht mehr. Aber da haben wir tatsächlich eine Web-Oberfläche mit TNT-Net gemacht für so Router. Ich weiß nicht, FreeWRT oder OpenWRT sollte ein Begriff sein. Das ist ein MIPS-Prozessor, da lief das auf einen Router mit 4 Megabyte Flash und 32 Megabyte Arbeitsspeicher, also wirklich sehr klein, aber es lief und auch mit SSL-Unterstützung und dann hatten wir dann entsprechend auch Requests von, ich weiß nicht mehr, 50 oder 100 Requests pro Sekunde, also ist schon, lief schon recht performant. Ja, es gibt zwei Modi von TNT-Net, sage ich mal. Man kann Applikationen als Modul, das ist die klassische Art der TNT-Net-Applikation. Ich habe einen TNT-Net-Server, der lädt die Web-Applikation als Shared Library dynamisch. Oder ich kann TNT-Net richtig in meine Applikation quasi einbinden. Ich kann eine eigenständige Applikation machen und dann heißt meine Applikation FUBA. Ich starte die Applikation FUBA und das ist ein Webserver. Da taucht TNT-Net überhaupt nicht mehr auf. Also dann kann ich das völlig verbergen hinter einer Applikationsschicht oder integrieren in meine eigene Applikation. Das ist eigentlich so die Art, die ich eigentlich in letzter Zeit in meinen Projekten eigentlich fast ausschließlich verwende, weil es einfach so schön elegant ist. Gut, was gibt es da für Features bei TNT-Net? Wir haben ein flexibles URL-Mapping mit regulären Ausdrücken. Und stellen Sie sich vor, wenn so ein Request kommt, so ein Webserver, der hat so eine URL, da heißt es slash foobar irgendetwas, dann muss der Webserver entscheiden, was macht er denn. In TNT-Net konfiguriere ich das tatsächlich über Regular Expression und sage, nimm von den foo das foo und ruf mir irgendeine Klasse auf oder Komponente. Das heißt immer Komponente. Eine Komponente ist immer eine ECPP-Klasse oder eine C++-Klasse letzten Endes, die aufgerufen wird. Und dann kann ich also wirklich beliebig meine URLs gestalten und mappen auf die Applikation, wie ich sie haben will. Ist also eine sehr elegante Sache, wird auch sehr viel genutzt. Ja, Binärdaten und andere statische Ressourcen können mitkompiliert werden. Was heißt das? Eine Web-Applikation besteht nicht nur aus HTML. Häufig habe ich so kleine Icons, ich habe natürlich ein Firmenlogo, möchte ich einbetten, CSS, ein bisschen JavaScript, vielleicht auch eine jQuery-Bibliothek. All das kann ich mitkompilieren. Es gibt also einen speziellen Binärmodus, wo ich sagen kann, hier, mach mal eine C++-Klasse da draus und ich habe eine Standalone-Applikation, wo wirklich alles drin ist. Das heißt nicht, naja, ich installiere die Applikation plus diesen Verzeichnisbaum mit meinen statischen Ressourcen. Das macht die Sache sehr einfach zu deployen auch und sehr übersichtlich, sodass ich eben eine Applikation habe, wo alles drin ist. Wobei, ich muss dazu sagen, das ist natürlich nur eine Option. Ich kann natürlich genauso gut aus dem Filesystem eben die Dateien einbinden. Und wenn ich natürlich dann so, ich sage mal, auf dem TNT-Net zum Beispiel ein Wiki mache, dann will ich natürlich nicht bei jeder Gelegenheit einer neuen Wiki-Seite mein TNT-Net neu kompilieren. Um Gottes Willen, das wäre ja der Wahnsinn. Also das ist nicht notwendig. Es ist nur eine Option, wie so vieles. Fehlerbehandlung bei TNT-Net erfolgt durch Exceptions. Ich bin ein großer Anhänger von Exceptions. Exceptions sind eine feine Sache. Ich kann sie da auslösen, wo ich einen Fehler erkenne. Und ich kann sie da abfangen, wo ich sinnvoll darauf reagieren kann. Im Extremfall, TNT-Net spannt immer einen Try-Catch-Block um eine Komponente. Wenn ich irgendwo in der Komponente irgendeine Exception werfe und ich habe keinen Catch irgendwo, kein Thema, TNT-Net fängt es auf und beantwortet diesen Request mit einem HTTP-Fehler 500 an Internal Server Error mit der entsprechenden Fehlermeldung. Also da passiert nichts. Stürzt also nicht irgendwie ab und landet im Nirvana, sondern das macht die Sache eigentlich recht elegant. TNT-Net hat ein Logging-Framework. Nein, muss ich korrigieren, nicht TNT-Net. TNT-Net nutzt das Logging-Framework für CXX-Tools. Logging ist ja etwas Wiederverwendbares, das heißt, ich kann es auch in anderen Applikationen nutzen und daher
nutzt TNTnet dieses Logging, diese Logging-Möglichkeiten. Das ist eine sehr elegante Sache, da kann ich dann wirklich ganz gezielt sagen, ich habe mit dieser Komponente ein Problem, und dann schalte ich mal Debug für diese Komponente ein und dann möchte ich eben Log-File schreiben mit Rollieren und so weiter. Also das sind ganz nette Features, die da drin sind. Ja, Template-Sprache hatte ich eigentlich schon erwähnt, aber jetzt wollen wir mal genauer darauf eingehen, auf die Template-Sprache. Ich hatte es eben schon herausgerutscht, ECPP ist die Template-Sprache, womit ich C++ in HTML einbetten kann. Wie sieht das jetzt aus? Ein Pre-Compiler, wir haben einen Pre-Compiler, der heißt ECPPC, der übersetzt meine ECPP-Templates in C++. Und diese C++-Klassen, die werden dann kompiliert und dann gelinkt eben in eine Shared Library oder in meine Applikation. Das heißt, manche denken, dass, naja, da läuft da irgendwie so ein C++-Interpreter, der das zur Laufzeit interpretiert. Nee, überhaupt nicht. Also TNTnet hat nicht die C++-Syntax neu erfunden oder einen eigenen C++-Interpreter, um Gottes Willen. Das wäre viel zu aufwendig. Vorteil ist natürlich, ich kann mich darauf verlassen, dass alle C++-Features auch in meinen Applikationen nutzbar sind. Ich habe also keine Einschränkungen, ich kann Templates nutzen und wie gesagt Exceptions oder komplizierte, was weiß ich, Metaprogrammierung, was weiß ich, da gibt es ja die wildesten Konstrukte. Wenn der Compiler das frisst, dann frisst das TNTnet oder ist im TNTnet nutzbar. Weiterhin gibt es bei TNTnet eine reichhaltige API. Also API bedeutet, ich habe Zugriff auf meinen kompletten Zugriff auf meinen Request und da kann eben mein Reply, den ich zu einem Client schicke, eben beliebig manipulieren. Ich kann neue Header hinzufügen, ich kann Header, also HTTP-Header vom Client eben abfragen. Ich habe Möglichkeiten eben Cookies zu setzen oder was weiß ich was. Also ich kann alles machen, was ich eben für meine Web-Applikation mache. Kann sehr spezielle Anforderungen gibt es manchmal, wo man sagt, naja, man möchte halt spezielle Header mitschicken oder so etwas. Ein Prinzip von ECPP ist Policy-Free. Policy-Free heißt, gab es schon viele Diskussionen, auch immer wieder kommt es auf. Policy-Free heißt, TNTnet, nein, ECPP schreibt dem Anwender nicht vor, wie er seine Applikation zu gestalten hat. Es gibt so Frameworks, die sagen, du musst MVC verwenden. MVC ist eine tolle Sache. Für die allermeisten Applikationen, nein, für die meisten, für viele Applikationen. Manchmal sage ich, ich will nur eine kleine Anzeige für was weiß ich, ich habe so eine Embedded-Plattform, da will ich nur einen Sensorwert anzeigen. Da ist MVC vielleicht doch nicht das geeignet oder ich möchte jetzt nicht so machen, sondern eben linksrum oder rechtsrum, sondern ganz anders. ECPP schreibt einem nichts vor. Es gibt die Möglichkeit eben, die Applikation so zu gestalten, wie der Entwickler es möchte. Es gibt den Entwickler die Freiheit, aber auch natürlich die Verantwortung, eben die Applikation sinnvoll zu gestalten. Im Moment sind so Tendenzen, so in den letzten Monaten habe ich Diskussionen geführt und auch haben wir daran gearbeitet, eben so ein Cookbook oder so etwas, wie man sinnvollerweise MVC-Applikationen schreibt. In Arbeit ist auch so ein kleiner Wizard, womit ich sehr schnell MVC-basierte TNTnet-Applikationen machen kann. Diese Diskussionen, die haben wir da in der Community geführt und ich bin eigentlich selber echt begeistert, was aus dieser Diskussion rausgekommen ist. Also es ist, wobei eigentlich diese Diskussion, was zu diesen MVC geführt hat, das hat eigentlich praktisch keine Änderungen an TNTnet selbst benötigt, sondern es zeigt halt wieder, TNTnet hat die Flexibilität, es so zu gestalten, wie man das braucht. Also man konnte es schon vorher. Es ist kein neues Feature, sondern nur eine Anleitung, wie man es sinnvoll machen kann. Ja, was bietet ECPP noch? Es gibt Scope-Variable. Das bedeutet, ich habe irgendwelche C++-Variablen, die haben eine Lifetime, Application, Session, Request oder Thread Scope. Interessant ist sicherlich der Session Scope, wo ich sagen kann, ich kann eine Klasse anlegen und die lebt, solange der
der spezifische Anwender angemeldet ist. Ich habe anwendungsspezifische, es wird über einen Cookie dann identifiziert, der hat einen Session-Cookie und immer wenn er seine Request abschickt, dann habe ich eben genau die Instanz dieser Variablen. Ganz praktisch. Oder ein Request-Scope, welches halt angelegt wird und wenn der Request vorbei ist, dann wird es auch automatisch wieder zerstört. Application Scope, das ist so fast eine globale Variable und Thread Scope, na, das gibt es auch, ist nicht manchmal nicht, manchmal ganz nützlich für Caching-Sachen, aber das ist sehr speziell, ist nicht so wirklich weit verbreitet. Es gibt es halt, sollte man erwähnen. Dann ECPP bietet einfachen Zugriff auf Query-Parameter. Natürlich, wenn ich so eine HTML-Maske mir vorstelle, ich habe da so ein Formular und ich habe da ein Editierfeld. Es ist ganz einfach in TNTnet einfach, da definiere ich, deklariere ich einfach so einen ARGS-Block und sage hier, es gibt die Formularwerte ABC und die kriege ich dann automatisch als String-Parameter zur Verfügung gestellt oder ich kann auch einen Datentyp angeben, da wird es sogar automatisch konvertiert. Also es ist also sehr komfortabel, da brauche ich mir nicht Gedanken zu machen, URL-Parsen oder so etwas, das nimmt mir ECPP automatisch ab. Weiterhin gibt es Unterstützung für HTTP-Upload, Cookie und so weiter, was ich schon erwähnt habe, reichhaltige API. Ich habe HTTP-Upload explizit erwähnt, weil wer das schon mal versucht hat, selber zu programmieren. Für HTTP-Upload muss man so ein My-Multipart-Objekt machen und dann parsen und so etwas. Und das sind so eklige Dinge, das steht ganz genau im RFC, ich weiß nicht mehr welche. Ich habe es durchgeackert und sowas will man nur einmal im Leben machen, deswegen, ich habe es einmal gemacht, ich habe es implementiert und ich habe eine ganz einfache API und sage hier, gib mir doch mal das hochgeladene Objekt und fertig. So wie es sein soll, also braucht sich niemand mehr darum zu kümmern. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, HTTP-Authentifizierung ist vielleicht auch noch so ein Feature, wird auch unterstützt. Also. Dann automatisches Übersetzen von HTML-Entities, das ist so ein kleines, unscheinbares Feature. Wenn ich so einen variablen Inhalt auf die ECPP-Seite oder HTML-Seite ausgebe, dann wird automatisch werden, kleiner als, größer als oder die HTML-Sonderzeichen eben, übersetzt in die entsprechenden HTML-Entities. Verhindert so ein HTML-Injection, was meine Seite unter Umständen vom Layout her kaputt macht oder so etwas. Ich kann es auch unterdrücken, aber ich muss es explizit tun. Also standardmäßig wird tatsächlich eben diese Übersetzung erfolgt. Es gibt also zwei Tags dafür, einen Standard-Tag für die Übersetzung, wo ich einfach den Wert sehen will und einen, wo ich richtig HTML ausgeben kann. Gucken wir uns an, was so, wie denn so die Tags aussehen. Diese kleine als Dollar, irgendetwas, Dollar größer als, gibt eine Variable auf die Seite aus mit HTML Escapen. Wenn ich das Dollar vorne verdopple, dann unterdrücke ich diese automatische Übersetzung. Also standardmäßig ist tatsächlich diese Unterstützung aktiv. Das ist ein kleiner, kompakter Tag, einfach hier, da bitte ausgeben. Dahinter steckt übrigens ein O-Stream, STD-O-Stream, das heißt, ich bin nicht beschränkt auf Strings auszugeben, sondern alles, was eben entsprechend O-Stream-Operator hat. Wenn ich eine eigene Klasse definiere, zum beispielsweise als IP-Adresse und ich definiere einen Output-Operator dafür, so wie das in C++ üblich ist, dann kann ich den auch direkt da auf die HTML-Seite sehr komfortabel ausgeben. Der CPP-Block, %CPP, der ist sehr wichtig natürlich, klar. Kann ich C++-Verarbeitung einbauen, das wird dann einfach in den Source Code in die C++-Klasse eingebettet. Da kann ich halt, was ich halt in C++ machen möchte, eben machen. ARGS, das ist dieser erwähnte Block, wo ich eben meine Query-Parameter definieren kann. Hier wird automatisch eben Get- und Post-Parameter zusammengefasst. Also wenn ich sage, ich habe ein A und es ist egal, ob der als Get oder Post kommt, ich kriege ihn immer. Oder mein Multipart, das auch, geht auch. Ich kriege den auf jeden Fall da. Es gibt noch, sollte ich vielleicht relativ neu in TNTnet, es gibt noch neben den ARGS-Block gibt es einen Get-Block und einen Post-Block, wo ich dann unterscheiden kann. Aber ist in der Regel nicht notwendig.
Ein Pre-Block, ganz wichtig, muss man den Aufbau sich vorstellen. CPP bin ich innerhalb meiner Methode. Pre-Block ist ganz am Anfang meiner generierten C++-Klasse. Das ist typischerweise Include-Direktiven, wenn ich irgendwelche Libraries anbinden kann, will oder auch meine Business-Objekte ansprechen kann, wenn ich meine spezifischen Include-Files eben angeben kann. Ist eigentlich fast in jeder ECPP-Datei vorhanden. Dann gibt es so ein kleiner als und, das ist ein Komponentenaufruf. Ich kann meine Applikation modular gestalten. Ich kann sagen, ich baue mir so HTML-Bausteine, die ich dann, aus denen ich meine Applikation zusammenbaue. Das ist vergleichbar, ungefähr wie ein Include. Es gibt auch ein Include in ECPP. Nur der Unterschied ist hier, das ist ein echter Funktionsaufruf. Ein Include, der kopiert halt den Text, aber hier ist tatsächlich ein Aufruf von einer anderen Komponente. Das hat technisch sehr große Auswirkungen, also das macht die ganze Sache recht flexibel. Also ich kann diese Komponentennamen auch wirklich dynamisch da angeben. Ist auch gerade bei den MVC-Beispielen nicht, die ich habe, die ich auch mitgebracht habe, kann ich gerne live vorführen, da habe ich dieses Feature auch genutzt. Wichtiger ECPP, der Kommentar. Natürlich, wir schreiben alle unheimlich viele Kommentare. Gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich auch die HTML-Kommentare, kleiner als Ausrufezeichen minus minus, kann ich auch nutzen. Nur der Nachteil bei denen, die landen dann auch im Browser. Die hier werden vom Compiler einfach weggelassen. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz nett. Ja, gucken wir uns so ein einfaches Beispiel an. Wirklich sehr einfaches Beispiel, ja, Beispiel, vorbildhaft da oben haben wir einen Kommentar. Übrigens, vielleicht fällt es den einen oder anderen auf, hier gibt es Syntax-Highlighting. Es gibt ein Syntax-Highlighting-File für Vim. Wir sind ja alle große Vim-Fans, also ich bin es zumindest. Von daher gibt es ein Syntax-Highlighting und das ist auch sehr nützlich. Übrigens war das Syntax-Highlighting das erste, was ich für TintinNet überhaupt gemacht habe. Ich wollte ja erstmal sehen, wie könnte so etwas aussehen. Und dann, naja, da ist so ein Syntax-Highlighting ganz nützlich. Ja, als nächstes kommt ein args-Block. Ich sage, ich will einen Query-Parameter Name empfangen. Das ist halt eine Hello-World-Applikation. Und dann kommt halt einfach so HTML-Code. Und da ist irgendwie so ein kleiner als Dollar, das heißt, wenn der Name empty ist, der Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator, den nicht jeder mag, also ich finde ihn manchmal ganz praktisch, wenn es da wirklich so, hier ist also eine einfache Entscheidung, also wenn der Name empty ist, wir sehen empty, das heißt, es ist ein STD-String, und deswegen gibt es diese Methoden, dann soll er World ausgeben, also Hello World, ansonsten soll er eben Hello, wer auch immer, ausgeben. Und dann kommt noch so ein Form, What's your name? Und fragt er, ja, wie heißt du eigentlich, und füllt diesen Input-Wert bereits mit meinem bisherigen Namen. Soll ich dann eingebe, so irgendwas, und drücke Submit und sage ich, okay, ich heiße Tommy, und dann sagt er mir, hallo Tommy. Kann ich nachher, unten habe ich einen Stand, da kann ich das gerne vorführen oder auch ein bisschen komplexere Beispiele. Genau. Das ist erstmal so ein ganz einfaches ECPP-Beispiel. So, was gibt es noch? Jetzt kommt das angekündigte, kleine Einführung in CXX-Tools. Ich könnte stundenlang über CXX-Tools erzählen, was da alles gibt. Es ist halt die Basisbibliothek TNTNet. Es steht uns allen zur Verfügung, wenn wir TNTNet nutzen. Es ist automatisch mit installiert. Es ist wirklich eine sehr umfangreiche Sammlung. Es war ursprünglich meine Toolbox, inzwischen sind ein paar andere. Ist einiges dran. Ich weiß gar nicht, ob ich noch der größte Committer bin. Ich glaube, das ist mein Kollege, der Marc Dürner, der hat, glaube ich, sogar ein paar Zeilen mehr Code committed da drin. Er hat viel Arbeit reingesteckt. Ja, kleinen Überblick über, was es in CXX-Tools alles gibt. Ein Serialisierungsframework. Ein Serialisierungsframework, das ist müßig, darüber eigentlich zu reden. Also, ich habe erst gedacht, das hat mein Kollege, der Marc Dürner, da reingebracht. Ja, wozu brauche ich das? Und je länger ich das nutze, desto begeisterter bin ich und desto
desto mehr Anwendungsmöglichkeiten gibt es. Serialisierungsframework heißt, ich habe ein C++-Objekt, ein komplexes Objekt, was weiß ich, ich habe eine Adresse oder eine Liste von Adressen, eine Adressenverwaltung oder ein Booklist oder was weiß ich, und die möchte ich jetzt nach JSON oder XML oder so etwas übersetzen, um sie zum Beispiel in eine Datei zwischenzuspeichern und wieder zu laden. CXXTools macht das wirklich sehr, sehr einfach. Dieses Serialisierungsframework wird auch genutzt von dem RPC-Framework. Ich kann, wenn ich so eine Adresse habe mit Name, Adresse, Postleitzahl, Alter, was weiß ich was, ich kann das ganz einfach über eine RPC-Funktion auf einen anderen Server übertragen und da irgendwelche Aktivitäten ausführen und zurückliefern. Da werden also unterschiedliche Protokolle sogar unterstützt, XML-RPC, JSON-RPC, Binary, eine ganz feine Sache, wenn man verteilte Applikationen schreibt. Also das, was ich beruflich mache, dann nutzen wir das sehr intensiv, weil wir da mehrere Rechner haben und da sammeln wir teilweise die Informationen, die wir im Web darstellen, von mehreren Rechnern zusammen. Da implementieren wir einfach auf der anderen Seite eine Funktion und von der Webserver-Seite, da rufen wir diese Funktion auf und kriegen die Daten. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen um irgendwelche Protokolle und Timeouts und was weiß ich. Also Netzwerkprogrammierung ist was ziemlich Übles. Wie gesagt, wenn etwas übel ist, dann mache ich das einmal richtig und dann nie mehr wieder. Und das RPC-Framework nimmt mir also einiges da ab. Ja, CXXTools hat auch einen HTTP-Client und Server. Klingt ein bisschen lustig, ja, da ist tatsächlich ein eigenständiger Server für RPC, das hat so ein bisschen spezielle Anforderungen, was nicht so ganz in die Logik von TNTNet gepasst hat, deswegen haben wir tatsächlich einen eigenständigen Server gemacht. Da sind Code-Teile aus TNTNet auch rübergewandert und die sind auch relativ ähnlich, aber es ist tatsächlich ein relativ spezialisierter Server eher für so technische Sachen. Und HTTP-Client, klar, brauchen wir für RPC, ist aber auch nutzbar, wenn ich halt einfach sage, okay, ich hole mir mal von anderen Server mal so ein paar Daten rüber oder mache einen Download oder was weiß ich. Funktioniert übrigens auch synchron oder asynchron. Genauso in RPC gibt es also synchron und asynchron. Logging hatte ich erwähnt, brauche ich glaube ich nicht mehr zu erzählen. Unit-Test-Framework. Wir haben für CXXTools angefangen, Unit-Tests zu schreiben und irgendwie die C++-Unit-Test-Frameworks haben uns alle nicht so richtig gefallen. Da gibt es ein eigenes, was da genutzt wird. Netzwerkklassen, also TCP-Socket, TCP-Server, TCP-Client gibt es. Eine Threading-Bibliothek oder asynchrones I.O., wo ich sage, Begin-Read, End-Read oder so etwas, über Signale werde ich dann asynchron benachrichtigt, ne, über einen Event-Loop. Ganz nette Sachen, wobei asynchrone Programmierung manchmal ziemlich anspruchsvoll sein kann, eben welche Events kommen wann, aber CXXTools versucht, das halt möglichst einfach zu machen über so ein Signal-Slot-Framework. Es gibt Unicode-Support, es gibt eine spezielle String-Klasse, CXXTools-String. Das ist ein Basic String, das heißt, es ist mit Unicode Support. Wird vielleicht zukünftig mit C++11 nicht mehr ganz so die Bedeutung haben, aber Unicode Support ist natürlich auch, war auch damals schon, als wir das implementiert haben, notwendig für XML zum Beispiel. XML ist Unicode und da nutzen wir schon eben intern auch ganz viel Unicode. Ja, und vieles mehr. MD5-Berechnung oder was weiß ich, also Smart Pointer gibt es da, was auch inzwischen obsolet ist, aber klar, damals war es halt notwendig und viele kleine Utilities. Ja, kleines Beispiel, weil ich so begeistert bin, geht es natürlich um Serialisierung und RPC. Wir wollen einen RPC-Server implementieren. Man kann sich vorstellen, was beim RPC-Server so alles zu implementieren ist. Serialisierung, man kann sich das vorstellen, wie umfangreich es ist. Wir haben hier ein Beispiel, kleine Zeige. Also wir haben hier eine Funktion add. Nimmt halt zwei Double-Werte und Rückgabewert double und naja, wer hätte es gedacht, der liefert den Rückgabewert, die Summe der beiden Werte zurück, ist nichts Großartiges, aber die möchte ich jetzt remote aufrufen können. Das ist schon der ganze Code, das ist ein vollständiger Server. Multithreaded JSON-RPC-Server mit ein paar Zeilen Code.
Umfangreichstes Arc, die Arc-Klasse, die habe ich gar nicht erwähnt, das ist eine ganz geniale Klasse in CXX-Tools, die schleppe ich überall mit rum, Query-Parameter parsen, also hier so eine kleine Zeile, Arcs, STD, String, IP, übergebe ich mal ein ARC, ARC-V und dann kann ich mit minus I dann eine IP-Adresse übergeben. Also wer schon mal mit GetOpt gearbeitet hat, der sagt, boah, C, das ist viel, viel einfacher. Und so nebenbei entfernt er auch noch dieses minus I aus meinem ARC, ARC-V. Also sehr einfach eben Parameter zu parsen. Das gleiche mache ich mit dem Port, mit dem Default-Wert von 7004. Habe ich einfach mal rausgedacht. Ich brauche eine Event-Loop. Irgendwo muss mein Server in eine Event-Loop laufen. Ich definiere jetzt meinen JSON-RPC-Server, dann übergebe ich die Loop und ja, worauf soll er lauschen und ach, hier habe ich noch die Echo-Funktion, die gehört natürlich nicht rein. Also man stellt sich vor, da ist noch so eine Echo-Funktion, die ist da irgendwie noch reingerutscht. Also wir denken sie einfach mal weg. Also ich registriere die Funktion und mache einen Run und schon ist diese Funktion remote aufrufbar. Das Serialisierungsframework weiß, wie er mit Doubles umzugehen hat, eben Serialisierung, Deserialisierung. So nebenbei kann ich auch eigene Datentypen auch definieren. Wenn ich sie serialisierbar mache, dann kann ich auch hier eigene Parametertypen machen. Also wirklich eine wunderbare Sache. Natürlich, wer hätte es gedacht, es gibt noch ein zweites Beispiel, nämlich die Gegenseite, den Client. Der ist, ich sag mal, der ist nicht ganz so kompliziert wie der Server. Der war ja, jetzt haben wir ja schon fortgeschrittene Zeit, jetzt sind wir alle müde, jetzt wollen wir nur noch was ganz Einfaches haben. Arc kennen wir schon, IM und P und ich definiere einen Client, ich definiere ein Objekt vom Typ Remote Procedure und definiere mein Double, ist so ein Template-Geraffel hier, Double, das ist der Rückgabewert, der erste ist der Rückgabewert und dann die Parametertypen, da können bis zu 10 auftauchen, also unterschiedliche. Immer flexibel und ich sage add und es läuft in einem RPC-Client und die Funktion heißt add. Und schon kann ich hier über Funktionsaufruf-Syntax die Funktion remote aufrufen. Also ich weiß nicht, einfacher geht es eigentlich nicht. Also wer mir das Einfache zeigt, also der kriegt ein Bier von mir. Also ich glaube, das ist, man kann sich vorstellen, dass es wirklich sehr einfach ist. Nebenbei sei vielleicht erwähnt, neben JSON hatte ich ja erwähnt, XML-RPC, ich könnte, wenn man jetzt den Client übersetzen wollte in XML-RPC, dann muss ich dieses JSON ersetzen durch XML-RPC und dieses JSON ersetzen durch XML-RPC und dann spricht der halt ein anderes Protokoll. Also sehr, sehr einfach, es funktioniert alles sehr transparent. Oder es gibt noch so ein Binary-RPC, was noch ein bisschen kompakter und schneller ist. Gut, ja, was gibt es noch? Gehen wir weiter zur dritten Bibliothek, die im TNT-Net, unter der TNT-Net, unter dem TNT-Net-Label läuft, TNT-DB. Man ahnt, das ist Datenbankzugriff. Immer wieder kommt die Frage, ja, kann denn TNT-Net Datenbanken? Ich so, nee, TNT-Net kann nicht Datenbanken, aber du kannst ja beliebige C++-Bibliotheken nutzen. Und ich fand jetzt die C++-Bibliotheken, die es über Datenbanken gibt, haben mir irgendwie nicht so ganz gefallen und ich wollte was Einfaches. Und da habe ich mich einmal wieder hingesetzt, weil die APIs von den Datenbanken wieder so fürchterlich sind und ich die nur einmal durcharbeiten wollte. Ich dachte, okay, ich setze mich einmal auf den Hosenboden und baue was. Eigentlich ist TNT-DB, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Es entwickelt sich auch relativ langsam voran, weil es einfach relativ vollständig ist. Ich will einfach ein SQL-Statement ausführen und ich will das Result-Set haben. Oder ich will halt einfach ein Execute machen und er soll das machen, so ein Insert oder so etwas. Das ist eigentlich was ganz Triviales. Ich zeige gleich ein Beispiel, nur ein paar Worte. Es ist ein datenbankunabhängiger API. Ich finde es immer schrecklich, wenn einer sagt, okay, ich nehme jetzt die XYZ MySQL++ Bibliothek und wenn ich dann irgendwann sage, MySQL ist doch nicht so gut, ich nehme doch lieber PostgreSQL, naja, dann schmeiße ich die API weg und schreibe meine ganzen Programme um. Das sollte nicht so sein. In anderen Sprachen gibt es auch, zum Beispiel in Perl, ich habe hier Perl programmiert, da gibt es DBI, DBD, dann ändere ich die DB-URL oder JDBC unter Java, ändere ich die URL und idealerweise läuft meine Applikation. Solange ich natürlich keine spezifischen SQL-Statements verwendet habe. Und das TNT-DB unterstützt es. Es unterstützt PostgreSQL, SQLite, MySQL und Oracle.
Oracle auch als Closed-Source-Applikation. In der Firma nutzen wir Oracle, deswegen habe ich da einen Treiber dafür implementiert und wird auch sehr intensiv genutzt. Ich glaube, am wenigsten wird der MySQL-Treiber verwendet. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der MySQL-Fan, aber er wird verwendet. Also ich habe gerade kürzlich, hat einer einen vermeintlichen Bug reported und zwei Tage später hat er gesagt, oh, das war doch nicht, das war mein Fehler. Also scheint zu funktionieren. Gucken wir uns ein einfaches Beispiel an. Ist ein bisschen, kann man es lesen? Ja, kann man lesen. Gut, habe ich Glück gehabt. Ja, wie sieht sowas aus? Ich habe in meinem Main immer ein Try-Catch. Es ist euch vielleicht aufgefallen vorhin auch, wenn irgendwas schief geht, kommt ein Catch. TNTDB wirft genauso Exceptions, wenn irgendwas schief geht, und dann lande ich hier in meinem CR. Ja. TNTDB Connect ist die Funktion zum Erzeugen einer Datenbank-Connection. Ich übergebe eine URL hier unten. Vorne SQLite-Doppelpunkt sagt, lade mir den SQLite-Treiber. Da kann natürlich genauso gut PostgreSQL oder Oracle oder MySQL stehen. Und dann sieht die URL da hinten ein bisschen anders aus. Aber SQLite reicht es, wenn ich den Dateinamen angebe. Dann mache ich ein Prepared Statement mit Platzhaltern. Diese Platzhalter, nicht jede Datenbank unterstützt dieses Doppelpunkt irgendetwas. TNTDB unterstützt das, emuliert das halt. Ich glaube SQLite, ich bin mir gar nicht so sicher, das ist schon lange her, wo ich den Treiber geschrieben habe. Nee, PostgreSQL hat eine spezielle Syntax da, aber TNTDB macht das halt wirklich transparent. Ich mag diese benamsten Parameter. So, wenn ich mein Statement prepared habe, dann kann ich mit Set-Name, das heißt diesen Namen, auf einen Wert setzen. Jetzt sage ich, Tommy, der sucht in einer Personendatenbank nach einer Person, die dessen Vorname oder Nachname eben irgendwie mit Tommy anfängt. Wird wahrscheinlich meinen Namen irgendwann irgendwie finden. Und wie greife ich auf die Result-Sets zu? Indem ich einfach über einen Iterator, in C++ macht man viel mit Iterator, Container werden immer iteriert. Und irgendwo ist ein Result ja auch ein Container. Ich habe so ein Beginn und End. Und dann kann ich eben über diesen Cursor iterieren und ich kriege als Resultat so eine TNTDB-Row und kann dann einfach mit Get auf die einzelnen Variablen zugreifen. Also eigentlich sehr einfach. Das ist jetzt schon lesender Zugriff. Natürlich so ein Insert oder Delete ist noch einfacher, da muss ich nicht iterieren. Dann hört es hier auf und dann sage ich, okay, st.execute, auch sehr, sehr einfach. Einfach so das robuste Arbeitstier, wenn man es braucht. Nochmal als Überblick, wie sieht so die Welt von TNTnet aus? Wir haben hier das TNTnet Webserver, das wissen wir jetzt inzwischen, verbindet das Ganze mit dem Internet oder Intranet, was weiß ich. Wir haben hier die TNTDB-Bibliothek, die die Daten aus der Datenbank holt und alles fußt auf dieser umfangreichen CXX-Tools-Bibliothek. Also man sieht, TNTDB nutzt es auch, der verwendet nämlich Logging. Das Elegante ist nämlich tatsächlich, dass ich bei TNTnet, wenn ich Logging für die Kategorie TNTDB einschalte, dann kriege ich hier jede Menge Informationen, welche bis hinab zu API-Aufrufen, welche API-Aufrufe werden gemacht. Also wer vielleicht mit MySQL irgendwas machen will und der will wissen, wie er mit TNTDB das realisiert hat, naja, der schreibt sich halt schnell eine Applikation, guckt sich das Logging an und da weiß er, welche Aufrufe gemacht werden. Ist sehr nützlich beim Debuggen. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Wer mehr erfahren will, Kontakt, Homepage www.tntnet.org. Ganz neu jetzt, wir haben ein neues Layout. Wir haben dieses Jahr das Layout umgestellt. Vielleicht hat der eine oder andere TNTnet schon früher gesehen. In Berlin auf dem Linux-Tag war ich, da hatten wir noch ein anderes Logo. Es war so eine Explosion. Und wir haben eigentlich so in den letzten Monaten sehr viel diskutiert darüber, dass diese Explosion vielleicht auch ein bisschen zu comichaft ist und TNTnet zielt ja so ein bisschen eher so einen seriösen, deswegen bin ich heute auch im Sakko hier angekommen, nicht mit dem T-Shirt, zielen so auf die seriöse Community, auf den professionellen Markt und das heißt auch für den professionellen geeignet. Meine E-Mail-Adresse tommy@tntnet.org, da bin ich erreichbar. Oder im IAC gibt es einen Channel TNTnet, da ist eigentlich immer jemand da. Und es gibt eine Mailingliste, über die wir eben genau diese Diskussion über Logo und Webseite alles geführt haben.
Übrigens, die TNT.NET-Homepage, die läuft erst seit knapp einem Jahr mit TNT.NET selbst. Früher war das immer mit Apache. Das hatte Gründe, technische Gründe. Es braucht halt einfach einen eigenen Server dafür. Aber inzwischen ist tatsächlich die TNT.NET-Homepage selbst ist auch eine Beispielapplikation, wie man eben eine Webseite mit TNT.NET implementieren kann. Auch der Code der Webseite, der steht als Open Source zur Verfügung. Ist alles auf GitHub übrigens gehostet. Früher war das auf SourceForge und SVN, aber wir sind auch umgestiegen auf Git vor einiger Zeit. Also wer jetzt in SVN im SourceForge nachguckt, der dann denkt, oh, letzte Commit ist ja schon Monate entfernt, macht euch keine Sorgen, das Projekt lebt. Ja, ansonsten natürlich ein Kontakt ist natürlich, ich bin heute Morgen unten in der Cafeteria, da habe ich einen Tisch, da kann jeder sehr gerne vorbeikommen, da kann ich auch mal richtig mal zeigen, wie man so TNT-Applikationen macht, können wir ein paar Beispiele machen oder vielleicht mal auf spezifische Fragen kann ich eingehen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Vielleicht wäre noch ein bisschen Zeit. Spezifische Fragen, natürlich auch gern persönlich, aber vielleicht gibt es ja auch Fragen, die alle interessieren. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, war toll und vielleicht sehen wir uns ja gleich noch unten am Stand. Ja, vielen Dank.